Yo, Freunde der Nacht. Es ist zwar mittags, aber ich sag trotzdem Freunde der Nacht. Batman. Also, wir haben heute einen Typen, der 100.000 Dollar für Schönheits-OPs ausgegeben hat. Um wie ein K-Pop-Star auszuschauen. Rechnen das mal in Cheeseburger. 100.000. Was mich jetzt interessieren würde, ist, sieht er so aus wie einer? Wenn du so viel Geld ausgibst, erwartest schon, dass du Bombe ausgibst. Große Veränderung. Exactly. Du musst halt schon so aussehen wie ein Topmodel. Ja. Ganz ehrlich. Muss ja aussehen wie Wonho. Wer ist das? Ein K-Pop-Star. Echt? Ja. Kenn ich gar nicht. Ist einer, der ist sehr muskulös. Der ist richtig buff. Maschine! Guck mal. Krass. Ey, schon krass. Trainiert er überhaupt noch seinen Gesang oder nur die Muskeln? Ja. Er hat 100.000 Dollar ausgegeben und ich erwarte, dass er top aussieht. Ich erwarte einen Wow-Effekt. I'm a fidget spinner. Ja, ein Wow-Effekt. Okay, komm. Let's go. 100.000 Dollar, weißt du, wie lange man da sparen muss? Wer hätte die Kohle? Ich weiß nicht. Ey, hat er reiche Eltern? Ey, der sieht doch nicht so aus wie K-Pop-Star. Der sieht aus wie... Vielleicht ist das before. I want my entire lifestyle to revolve around K-Pop and I want my entire look to look like... Oh, er ist Jimin. Aber Jimin... Sieht er aus wie Jimin? Der sieht aber nicht aus wie Jimin. Like Jimin. The lead singer of BTS. Oh mein Gott. Oh shit. Kennst du die Leute, die zu viel Operationen hatten? Ja. Yeah. So sieht der aus. So sieht der aus. Der sieht so aus wie so eine wannabe schlechte Erkennung. Exactly. Seine Kopfform ist nicht mehr so natürlich, weil er so seine Wangen gespritzt hat und sowas so. Das sieht dann so aus, als wäre das fauliges Obst, so schon verformt. So. Der sieht so aus wie Müll. Diese Avocado. 100.000 Dollar. Die Haare sehen okay aus. Die Haare sehen okay aus. Ja, die Haare sind so. Für mich ist er perfection. I just kind of... Der ist bei den falschen Ärzten. Der linke Typ hier ist ein Koch. Ey, der sieht doch aus wie der alte Tortenmeister. Das ist doch DJ Ötzi. So, gib mal Flosse. Ey, ganz ehrlich, die in der Mitte hat er auch ein bisschen zu viel. Ja, ich würde mich nicht bei solchen Leuten operieren lassen. So, eine Mindesterwartung ist, dass die gut aussehen. Gut aussehen, weil ich meine, wenn ich schon mich an irgendwas orientiere, dann werden sie auch an sich vielleicht was machen. Ja. Und die Sache ist, das ist ja auch schon so dubios, du kommst mit einer Jimin-Maske. Und hältst es vor deinem Gesicht. So will ich aus. Und dann ist da noch ein Haken. Für Europäer und Amerikaner sehen viele Asiaten gleich aus. Ja, die kennen gar nicht die Feinheiten. Oh, das ist schon da, shit. Das ist wieder Nummer zwei. So, lass dich nicht operieren von jemandem, der das nicht keine unterscheiden Ahnung. Kann. Ja. Es mag sein, dass er Europäer gut operieren kann. Und dass er die Schönheitsideale dort kennt, aber bei dem doch nicht. Wanna look like him. Die Frau sieht schon so aus, als will er so die Lippen des Todes aufspritzen. Das ist aber nicht das Schönheitsideal von Asiaten. Leute, ist es Jimin? Wenn Jimin sein Vorbild ist, was sieht daran so wie Jimin aus? Jetzt mal ohne Scheiß, gar nichts. Asiaten haben oft voll die riesen Wangenknochen meistens, voll das dicke Gesicht, so wie wir. Deswegen sehen wir ja auch so kindlich aus. Ja, schau mal. Yeah. I want to look like a K-pop star. I want my entire look to look like Jimin. Is honestly my K-pop. Das sieht schon nicht mehr natürlich aus. Only London. Guck mal, du siehst den und du weißt halt direkt, dass der operiert ist. Ich finde, das ist schon ein schlechtes Zeichen. Was daran sieht nach Jimin aus? Jetzt mal ohne Scheiß. Man sagt ja immer Jimin so the sexy guy. Der ist ja sieht aus wie Garbage. Ich weiß auch nicht, was davon so aussehen sollte wie Jimin. Er sieht für mich immer noch europäisch aus. Er sieht für mich kein bisschen asiatisch aus. Der sieht mehr aus wie jetzt vielleicht wie eine operierte Frau. I love to tune my body. Als wie ein Kerl. Ja. Gucken wir jetzt mal. Okay, K-Pop wird jetzt erklärt, als ob man das nicht weiß, was das ist.
Jimin is the lead vocalist. This is his current hairstyle at the moment. That's why I'm trying to replicate. Weißt du, was ich noch schlimmer finde? Dass er so viel Geld ausgegeben hat. $100,000! Ja, Mann. $100,000. Was würdest du mit $100,000 jetzt machen? Boah. Ich würde erstmal zu Burger King. Einen Burger kaufen. Ich bin. I'm a simple man. Der Rest der Toilettenfrau geben. I'm a simple man. 1600, 650, 700, 790. This yeah. one was is my most expensive clothing item. It was 7000. Now this. So. Hey, der sah doch so in Ordnung aus. Sah okay aus, ja. Ja. Ich. Weißt deine du, Nase sah aber komisch aus. Ich glaube, deine Nase war ganz, ganz natürlich und normal. Nicht mal eine hässliche Nase oder sowas. Aber warum hat er denn jetzt seine Lippen aufgespritzt? Jetzt mal ohne Scheiß. Ich finde, der sieht halt sogar gut aus. Davor oder das dann? Ha? Das davor. Ich glaube, Frauen würden ihn so als sehr attraktiv, also generell, man würde ihn als attraktiver einschätzen. So. Also jetzt nicht irgendwie unattraktiv. Das kann ich dir nicht sagen. Ich stehe nicht auf Männer. Ich auch nicht. Aber deine Objektiv klang jetzt eben als, nicht so. Nee, nee. Man würde jetzt nicht zu ihm sagen und sagen, ey, das ist ein richtiger Hässler. Nee. Nee. Jetzt aber schon. Der sieht jetzt so viel schlimmer aus. Kennst du Barbie, die ja. Barbie aussehen wollen? Ja. So sieht er aus. Ja. Jimin sieht jung aus, der sieht so alt aus. Der würde ich gar nicht vertrauen. Nee. Die sieht so aus, als könnten sie sich nicht mal schminken. It's much more rounded than Caucasians yes. faces mm-hmm. generally. Yeah. There's more fat, t-shirt. Yeah, is there any way you could... Und der hier, der ist im anderen Land davor ein Zuhälter gewesen. Mm-hmm. Es wären so Geschwitzer. So voll ähnlich jetzt, glaube ich. Siehst du das? Wie aber die Kopfformen sind? Ich glaube, so operieren sie auch. Yeah. You can see the face shape. I just kind of wanna look like him. So we're gonna... Die einfach keine Ahnung. Look like him. Okay. Which is gonna... Ah, er braucht okay, okay, jetzt wird was gemacht, jetzt. Oh mein Gott. Boah, sein Schlimmer, wie er am Ende aussieht. Wow, honestly, but like this... Bless you on. Thank honestly, Dr. Dida, you're the best, thank you. I want to look like a K-pop star, and they happen to be Korean. I just find them incredibly beautiful. Er will wie ein K-pop star ausschauen. Gucken wir mal, was er sonst so noch am Start hat. Guck mal, der Asiate hier sieht so aus wie ein K-Pop-Star. Der Asiate sieht mehr aus wie Jimin. I think I look a little bit, you think I look like Jimin a little bit? Like... Oh, yeah, I think so. Der wollte den nicht verletzen. Sei mir ehrlich, der wollte nicht verletzen. Yeah, okay. Der sieht so alt aus. Ich frag mich, wie alt der ist, weil... Der hat sich so... Der sieht so alt aus. Durch die Operation wahrscheinlich so... Ich weiß nicht, das ist... Wie wär's, wenn du anfängst... Singen zu üben. Wie wäre es, wenn du mal anfängst, tanzen zu üben? Ja. Der sieht auch gar nicht mal so aus wie ein K-Pop-Star, sondern der sieht aus wie ein Erzieher mehr. Würde die Kinder ihnen anvertrauen? Oder? Ich meine, man sollte keine Vorurteile haben, aber der sieht aus wie ein. Ey. Vor den ganzen Operationen sah er mehr aus wie Jimin. Und wenn er so vor der ganzen Operation einfach nur seine Haare gefärbt hätte, so ein bisschen so sich so geschminkt hätte wie mit Jimin, würde er mehr aussehen wie Jimin als jetzt. Weil jetzt ist es einfach nur eine Katastrophe. Das ist einfach. Der wurde so verarscht. Er wurde so verarscht. Also die Leute, die das gemacht haben, das waren die ganze Zeit irgendwelche Leute, die keine Ahnung haben. Erstens, wenn du eine Gesichts-OP hast und das ist ja ein Eingriff, der wirklich dein Leben verändern kann, sag ich mal. Ja. Und wenn du dann den beiden anvertraust, diese zwei Leute da, diese zwei Menschen, zwei Clowns da, die so aussehen wie so, keine Ahnung, eine Küchenhilfe und einen Koch. Ich will jetzt auch nicht böse sein, aber der sieht so aus, ganz ehrlich, ich hätte es niemals gemacht. Guck mal, wie viel Geld er ausgegeben hat. Guck mal, wie der aussieht. Der tut mir schon leid. Und der Asiate, der lügt ihn auch jetzt an. Der lügt ihn an. Wie weißt du, der lebt in England, aber keiner in England hat eine Ahnung, wie man das ordentlich operiert. Ja? Ja. Und alle sagen ihm so, ja, ja, ist okay, ist okay. Er wird so verblendet. Wahrscheinlich fühlt er sich schon sogar wie ein Star. Vielleicht denkt er, der war mega geil. Sieht er aus wie Jimin? Von 1 bis 10, sagen wir mal 10 von 10 ist, ist so ein 1 zu 1 Doppelgänger. Jimin, Doppelgänger. Ein Klon von Jimin. Oder ist er eine 1 oder eine 5 vielleicht? Gut versucht. Möchtet ihr so aus wie ein K-Pop-Idol? Ja, ja. Okay, Leute. Wie immer, springt den Like-Button. Gebt einen Daumen nach oben. Operiert euch nicht. Und wenn? Dann in Asien. In Asien, wenn ihr asiatisch aussehen wollt. Dann in Asien.